Ja, guten Morgen vom Albert Appelhaus, wo ich heute eine hervorragende Nacht verbracht habe. Ganz gemütlich, tolles Frühstück und das Highlight, es gibt auf dieser Hütte ein Klavier. Nachdem ich ein bisschen Keyboard spiele, war das für mich ein Highlight. Ich konnte in der Früh ein bisschen üben, ohne dass ich allzu viel Leute verscheucht habe. Ja, für mich geht es jetzt weiter in Richtung Bad Aussee. Da folge ich zunächst einmal dem Abstieg, der auch Richtung Altaussee angeschrieben ist, so grob in der Richtung der Materialseilbahn, und macht man mit einem herrlichen Panorama. Also, wenn wir mal umdrehen, alles toll, ganz großartig, und so lässt sich ein angenehmer Tag beginnen. Es ist heute wesentlich wärmer angesagt als in den vergangenen Tagen, das heißt, es wird leicht föhnig. Und damit wird dann bald einmal Schluss sein mit langärmelig. Und wir werden schauen, wie weit es jetzt da noch ohne Schwitzerei abgeht. Momentan geht es einmal bergab. Ganz unweit des Appelhauses, da kommt man auf diese Weggabelung. Und da führt mir mein Weg jetzt in Richtung Grundlsee, den hinüber zur Loserhütte und nach Altaussee mag ich jetzt nicht. Und deswegen geht es da hinüber. Und diese Wegweiser, die sind da hinter mir irgendwann einmal auf den Masten da drauf gewesen, aber das hat sich mit Mast inzwischen erledigt. Also Weg 235. Da am Albert-Appelhaus habe ich gestern also wirklich noch mit knapper Not einen Schlafplatz bekommen, dann aber tatsächlich noch einen in der Zimmer und nicht im Lager. Da bin ich sehr dankbar. Die sind da sehr freundlich und flexibel. Und natürlich kann man sich das an einem Wochenende, überhaupt jetzt schön im Herbst, nur dann leisten, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass es halt leider doch nicht geht. Oder maximal halt irgendein arges Notlager wird. Also wer vorhat, diese Tour zu machen und weiß, dass er im Appelhaus nächtigen wird, der sollte auf jeden Fall an einem Wochenende vorreservieren. Und die Diskrepanz zwischen Wochenende und Wochentag ist übrigens wirklich extrem. Also, ich habe mit dem Wirten geredet ein bisschen und er hat gesagt, er hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also heute, die ganze Hütte voll gehabt, alle Schlafplätze belegt, bis auf ein, zwei, wo es halt immer Absagen gibt. Und in der Nacht auf morgen hat er 8 Leute angemeldet. Ja. Und wenn jetzt jeder glaubt, naja, das muss das Riesengeschäft sein mit so einer Hütte, dann ist die Antwort, nein, der lebt im Wesentlichen vom Samstag auf Sonntag. Und ansonsten kann sich der brausen gehen. Und wenn er Pech hat und es sind ein paar Wochenenden total verregnet, dann ist die Geschichte schon dementsprechend mühsam. Man sieht da vielleicht im Hintergrund die Seile von der Materialseilbahn. Also wir gehen da jetzt mehr oder weniger ziemlich entlang der Trasse von dieser Materialseilbahn. Und die Materialseilbahn, da denkt sich jeder, ja super, der Transport von solchen Gütern mit der Materialseilbahn, der macht die ganze Sache ja sehr einfach und was brauchen die Leute ranzen? Naja, das stimmt gar nicht. Also gemeinerweise ist es so, dass sich die Transportkosten ganz schön läppern, die Unterhaltskosten von so einer Seilbahn und auch das Problem mit dem überhaupt einmal die Energie aufzubringen für die Seilbahn, das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe jetzt Zahlen gehört, von wegen der Kilo kostet 40 Cent, 45 Cent zum Teil mit der Materialseilbahn und mit dem Hubschrauber unter Umständen durchaus gleich mal um 30% weniger. Also da ist man eventuell auch schon mal bei 30 Cent dabei. Und das ist natürlich schon bitter, ne? Das heißt, also so eine Materialseilbahn ist natürlich in der Richtung unglaublich teuer, in der Haltung sicher auch teuer. Und es ist gleich nicht wirklich mehr ein Vorteil gegenüber der modernen Technologie. Warum bin ich jetzt überhaupt im Albert-Appelhaus drinnen gewesen und habe nicht noch einmal bivakiert? Ja, ich habe das Problem gehabt, eh schon bevor ich die Tour überhaupt in Angriff genommen habe, dass mich ein Kollege im Büro leicht angesandelt hat mit so einer komischen Halbkrankheit. Von wegen ein bisschen Heulsweh, Infektionszeichen, Fieberblasen und so weiter, aber keinen echten Fieber, ein bisschen eine Abgeschlagenheit. Ich habe
schon bemerkt am Ruhepuls oder so, naja, da ist jetzt was im Busch. Aber war einige Tage vorher, ist dann immer wieder so tagweise auch besser geworden. Bin dazwischen auch laufen gewesen, meine üblichen 10 Kilometer Runden. Das hat eigentlich alles ganz gut gepasst. War nicht überwiegend anstrengend, schien mir nicht zu schaden. Aber ich dachte, na gut, dann kannst du eine Tour schon wagen. Ich habe es aber dann trotzdem gemerkt. Also konditionell, naja, nicht schlecht, aber da war ich sogar schon einmal stärker. Und die andere Geschichte ist die, ich habe also wieder leicht bekommen, Halsschmerzen und so. Man hört es vielleicht auch an der Stimme, ist ein bisschen belegt. Und deswegen habe ich mir dann entschlossen zu sagen, nein, also jetzt, da wenn ich gut ausgerüstet bin, eine zweite Biwaknacht, wenn ich es vermeiden kann, dann werde ich mir das schenken. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. So flexibel muss man bei solchen Mehrtagestouren einfach auch sein. Vielleicht noch ein paar Worte zur jahreszeitlichen Planung für so eine Tour. Also Überschreitung des Toten Gebirges ist eine Geschichte. Auf der Hochfläche wird im Hochsommer sehr unangenehm, auch wegen der Gewittergefahr. Das heißt, entweder bei absolut sicheren Wetterverhältnissen, die man halt vergleichsweise selten hat, oder die Etappen vielleicht ein bisschen kürzer wählen und auch wesentlich früher aufbrechen. Also für mich ist ja heute im Prinzip nur mehr der Abstieg zu absolvieren. Und also wenn ich möchte, dann kann ich nach Grundlsee hinunterspazieren in so circa 3,5 Stunden. Jetzt haben wir ein bisschen nach 9. Das heißt, ich könnte also um die Mittagszeit schon unten sein. Im Hochgebirge bei Gewittergefahr kann es auch sein, dass man um die Zeit eigentlich mit der Tour schon mehr oder weniger fertig sein möchte oder zumindest nicht irgendeinen sicheren Schutzpunkt am Weg hat, den man erreichen kann. Weil wenn man dort oben im Regen bei Blitz und Donner steht, dann macht das wenig Spaß. Und es ist also auch wirklich saugefährlich. Also nicht wenige Unfälle im Hochgebirge passieren durch Blitzschlag und nicht, weil sich irgendeiner wo versteckt und abgeschützt ist. Das sollte man bedenken. Oder man macht es jetzt so wie ich jetzt und ist relativ spät im Jahr unterwegs. Es ist inzwischen so, dass die Weidetiere schon längst wieder im Tal sind. Es ist ja 22. September. Das heißt, da ist da heroben grasmäßig nicht mehr allzu viel zum Holen. Und dann hat man wieder das Problem, dass das Zeitfenster nur sehr kurz ist. Also so ab, sagen wir, Anfang Mitte September sind die Wetterverhältnisse natürlich wesentlich sicherer. Auf der anderen Seite hat man weniger Tageslicht und dann ist noch zusätzlich nicht zu verachten, irgendwann sperren einmal die Hütten zu. Also speziell wenn es dann regelmäßig einen Frost gibt, dann ist bei den Hütten halt wirklich auch aus. Das wäre im Fall des Albert-Appel-Hauses in diesem Jahr so um den 12. 13. Oktober herum, da wird der zum Beispiel zusperren. Und damit ist der Handlungsspielraum dort auch eingeschränkt. Und das hilft dann auch nichts, da muss man dann wirklich die Tour komplett autark begehen. Wenn es im Mitte oder Ende Oktober noch wunderschönen Tag gibt und es auch noch wirklich nicht geschneit hat und man das Gefühl hat, naja, das geht noch. Ja, das geht eh. Aber da ist mit Hütte halt dann nichts mehr. Da muss man sich dann organisieren, dass man eventuell den Winterraum benutzen kann. Oder halt, dass man bivakieren kann. Was aber um die Jahreszeit dann halt von der Ausrüstung her auch schon eine dementsprechende Investition oder eine, sag ich mal, körperliche Härte erfordert. Also bei Nachttemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und eventuell durch Wind, dann macht es irgendwann mal gar nicht mehr so viel Spaß. Oder die Ausrüstung wird entweder sehr teuer oder sehr schwer. Und da muss man halt dann überlegen, was man gern machen möchte. Wir erreichen da ein kleines Almdorf und das ist die sogenannte Brunnenwiesalm. Wie der Name schon sagt, ist da eine Quelle zu vermuten. Mal schauen, ob wir die finden und dann nochmal die Vorräte auffüllen. Der Weg macht da einen kleinen Schwenk nach rechts und geht da schön über dieses Wiesel hinunter. Ah.
tatsächlich fließt da unten für ein kleines Weilchen Wasser, nicht allzu weit, bevor es dann da wieder versickert, aber immerhin ein Bachlauf von vielleicht 50 Metern Länge. Ja. Und wer möchte, der kann dort unten bei der Quelle seine Vorräte wieder auffüllen. Ich habe jetzt noch 1,5 Liter mit, das sollte eigentlich reichen. Da werde ich mir das jetzt nicht antun. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die offensichtlich ganzjährig zur Verfügung steht. Jetzt haben wir da einen prächtigen Wacholder. Kriegt man da öfter zu Gesicht. Leider mit ohne Beeren. Aber ich habe mir jetzt auch richtig auf die Suche gemacht. Wer da möchte, der kann sich halt für die nächste Mahlzeit Sauerkraut zum Beispiel ein paar frische Wacholderbeeren einsammeln. Von diesen Wacholderbeeren hat auch das Apfelhaus gebraucht wird. Die haben zum Beispiel ihre ganz hervorragende Linsensuppe bzw. den Eintopf damit gewürzt. Und das war so ein bisschen curryartig angelegt mit ein paar Eierlöffeln drinnen und eben Wacholder, Lorbeerblatt und so weiter. Das ist ein Rezept, das ich echt einmal probieren werde. Nachkochen, das hat mir hervorragend gemundet. Linker Höhenzug, das ist der Breitwiesberg, der sogenannte. Und der geht da noch vor. Und je weiter man noch vorkommt, irgendwann einmal da hinten sieht man so einen Nogel. Das ist dann der Häuselkogel. Ich vermute mal, dass der Berg trotzdem wesentlich schöner ist, als wie sein Name vermuten lässt. Eine der wesentlichen Eigenschaften von so einem Kalkgebirge ist die zum Teil recht eigenwillige Topologie, während man sie in vielen Gebirgen darauf verlassen kann, wenn man in einem Talabschnitt ist, dass es dann auch irgendwo in eine bestimmte Richtung bergab und in die andere Richtung deutlich bergauf geht, ist das hier überhaupt nicht so. Also diese Landschaft ist charakterisiert durch jede Menge kleine Böden und Senken, wenn man da schaut, hinter mir sieht man den Verlauf von dieser Materialseilbahn. Es ist da fast eben und da vorne geht es ja wieder deutlich hinauf. An das muss man sich halt auch gewöhnen. Nur wenn man da jetzt ins Tal geht, heißt das noch lange nicht, dass deswegen auch bergab geht. Da sieht man die Trasse von der Materialseilbahn und da fällt es kein bisschen. Also da geht es immer noch bergauf und bergab und zwischendurch so kleine Mulden und die haben manchmal aus getrocknete Seelein oder kleine Lacken sind und das muss man sich gewöhnen. Da vorne, da kommt ein Wegweiser in Sicht und da geht es zum Tressensattel in diese Richtung. Schauwerk ist auch ein Tressensattel und das werde ich nehmen und da steht Apfelhaus und Grundlsee. Das ist übrigens nicht täuschen lassen. Der würde in diese Richtung zeigen, also wieder mehr oder weniger zurück, und das stimmt nicht, sondern da unten am Boden eine etwas verblasste Markierung und auch hier der Weg Richtung Tressensattel, der folgt hier schon einmal grob der Richtung, die wir vorher gehabt haben,
haltet sich halt nur ein bisschen weiter nach rechts. Und von daher, wir gehen da jetzt runter und Markierung da vorne sieht man wieder auf dem Stein drauf, ist schon etwas besser. Also dieser Weg ist weniger stark begangen wie der Weg direkt runter nach Grundlsee. Und von da aus muss man da ein bisschen aufpassen. Also da Markierung gleich wieder gut, aber halt am Anfang ein bisschen Vorsicht geboten, auch hier wieder. Da kann ein Blick auf die Karte auch nicht schaden. Ja, Dressensattel, da geht es da, wo man voraus sieht, also deutlich rechts von der Trasse der Materialseilbahn, während der andere Weg ziemlich genau der Trasse folgt. Man merkt, der Weg ist um einiges weniger begangen. Also da sind zum Teil nur mehr Steigspuren erkennbar. Und darum muss man aufpassen, dass man, wenn man sowas erst begeht, wirklich eine gute Orientierung und ein halbwegs sicheres Wetter hat. Und es hilft natürlich auch, wenn man weiß, wie der Wegverlauf grob sein muss. Also bei Nebel ist das natürlich auch irgendwie zum Finden mit ein bisschen aufpassen. Aber da ist es schon deutlich unangenehmer. Und überhaupt, wenn man dann zum Beispiel noch in einer Situation ist, wo man in die Dunkelheit geraten würde, also spät dran ist, da muss man bei solchen Wegen dann schon vorsichtig sein. Da hinter mir diese beiden Erhebungen, das ist der große und der kleine Xolberg. Die wären vielleicht ein interessantes Aussichtsziel. Ich weiß aber gar nicht, ob da ein halbwegs sinnvoller Steig hinaufgeht. Na, schaut mal, da ist ein ordentlicher Schacht. Das, was unten da so schwarz ist, da geht es noch weiter in bodenlose Tiefen. Und den hat man ein bisschen abgesperrt, wenn man sich da nicht irrtümlich versteigt. Auf dem Schotter und dann da halt in der Höhle drinnen geborgen werden muss. Jetzt habe ich ein besonderes Erlebnis gehabt, nämlich mit meinem Bergschuh. Also ich habe an und für sich immer Schwierigkeiten, für meine Füße geeignete Schuhe zu finden. Ich kann ohne spezielle Einlagen nicht wirklich weite Strecken gehen. Mit ist alles super. Und damit brauche ich einen Schuh, der mir auch mit Einlagen hervorragend passt. Und manchmal tun sich so Gelegenheiten auf, wo halt irgendein Discounter was im Angebot hat. Und mir geht es nicht darum, dass diese Schuhe jetzt wirklich expeditionstauglich sind. Ich muss vor allem bequem drin gehen können. Darum bin ich mir auch nicht schade, mal einmal einen billigen Bergschuh zu nehmen. Und soweit bin ich also mit meiner Bergkamotte. Du hast sehr zufrieden. Ja, das sind gute Bergschuhe vom Hofer oder für die Deutschen halt Aldi. Und man sieht da eh, dieses Loch, das sollte eigentlich nicht da sein, sondern da sollte da so dementsprechende Niete durch sein. Und da eine Schnalle, wo man das Bandel schließen kann dran und plötzlich hat es gemacht Bing und das Ding war einmal. Ja. Aber dabei habe ich jetzt auch keine Bärenkräfte, also da tut sich jetzt nicht allzu viel und von daher schade. Waren eigentlich bis jetzt meine Lieblingsschuhe zum Sensationspreis von 25 Euro, aber sind auch sonst sehr sicher, gute Sohle, alles kein Problem. Irgendwo wird dann anscheinend doch gespart. Kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Ja, wenn man da runter schaut, sieht man, das ist durchaus noch ein alpiner Steigerl. Aus der Grube da unten komme ich her. Und da geht es weiter hinauf. Und da darf man schon durchaus noch mal schwitzen. Und auch noch ein bisschen kraxeln. Also das ist da zwar noch Gehgelände, aber es ist jedenfalls schon ein bisschen anstrengend. Dafür aber umso schöner. Und da oben schaut jetzt der End heraus. Einmal fürs Erste zumindest. Da wiederum hat man Passagen, wo man über diesen Kalk drüber muss, wenn man schon ein bisschen genauer steigen sollte. Es ist jetzt kein richtiges Absturzgelände, aber es ist rutschiger, als man meinen sollte. Eine gute Sohle und ein guter Tritt, der zahlt sich in dem Fall schon aus. Und diese interessanten Kalkformationen, das ist immer wieder aufs Neue faszinierend, was die Natur so hervorbringt. Da ist man jetzt ganz typisch in einer breiten Latschengasse unterwegs. Das ist in Gegenden, wo es einen Latschenbewuchs gibt, ganz oft so der Fall. Und das mindert so ein bisschen die Aussicht, hat aber auch einen eigenen Reiz. Sich da einen Weg bahnen zu müssen, wäre dementsprechend mühsam. Ja, zum Glück wird sowas immer schön freigehalten. Und da hat man wieder diese fast schon organisch wirkenden Kalkformationen. Und da jetzt aufpassen müssen, wenn es ein bisschen feucht ist. Die sind durchaus noch rutschig. Ansonsten reicht die Reibung von den Schuhen mit einer guten Sohle erstaunlich weit bei sowas. Da muss man einfach das entsprechende Gefühl dafür entwickeln. Auch da bei diesen Passagen gibt es viele Leute, die haben Probleme mit dem Steigen, weil sie sich nicht trauen, auf irgendwelche spitzeren Stellen drauf zu treten, wo aber die Reibung besser ist. Ja? Und das ist dann natürlich eine Geschichte, wenn es da schief geht, ist das ja gleich einmal drinnen in so einem Graben und verdrehst den Knöchel. Das heißt, da muss man aufpassen, aber es lohnt sich auch, diese entsprechenden Fähigkeiten zu trainieren und das zu dynamisch begehen nach Möglichkeit, weil es einfach auch viel kraftsparender ist. Also jemand, der da wirklich jede kleine Erhebung und jedes kleine Gefälle unbedingt mitnehmen muss, weil er sich sonst nicht sicher fühlt, der hat da von der Kraft her einen riesen Nachteil. Vor uns, da hinunter, öffnet sich die sogenannte Nierneckgrube, wie ich der Karte entnehmen kann. Da brauche ich jetzt einmal die Hände, wenn ich die Kamera in der Anhand habe. Das ist mir dann doch ein bisschen zu steil und zu gefährlich, da abzurutschen. Ich bin da auch noch keinen Menschen begegnet. Das heißt also, sehr viel begangen ist dieser Tressenweg nicht. Und von daher ist natürlich schon besonders Obacht geben, dass einem da nicht was passiert. Also, wenn da heute keiner mehr vorbeikommt, Mobilfunkempfang kann schwierig sein. Mit irgendeiner Beinverletzung raus schleppen sie, das ist sicher langweilig. Diese anmutige Berggestalt, die müsste der sogenannte Schönberg sein. Und da kann man schon glauben, wie der zu seinem Namen gekommen ist. Das ist ausgesprochen hübsche Erhebung. Aber die lassen wir rechts liegen, denn unser Weg durch die Nierneckgrube, die geht jetzt in Richtung des Tressensattel. Und da erreichen wir dann auch nochmal einen Punkt mit Aussicht. Schaut, da gibt es Wacholderbeeren direkt am Weg
auch schon in Blau, also ein bisschen reif. Aber diesen Genuss werde ich mir versagen und den anderen überlassen. Auch da habt ihr einen schönen Wacholderstrauch. Und für uns geht es da jetzt in die Grube. Zum Glück nicht endgültig, das wäre ein bisschen schade. Wobei da in so einer Umgebung begraben werden, wenn es denn dann irgendwann einmal sein muss, das hätte schon was. Ja, liebe Leute, Routenwahl ist alles. Ich bin jetzt an einem Sonntag unterwegs mit schönstem Wetter, stabiles Schönwetter, garantiert kein Regen, garantiert kein Gewitter und das Ganze im Herbst zur besten Wandersaison in einer doch auch gar nicht so wenig besuchten Gegend. Und seitdem ich da diese Abzweigung zum Dressensattel genommen habe, ist kein Mensch da, genauso wie man das erhofft habe. Also Bergeinsamkeit pur, nichts zu hören, nichts zu sehen, ganz was Herrliches. Darum eine entsprechende gute Tourenplanung mit ein bisschen umherum suchen auf der Karte und ein bisschen anschauen, welche Wege denn vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen beschwerlicher sind und vielleicht trotzdem umso schöner. Das zahlt sich schon wirklich aus. In die Gruben fahren ist ganz leicht und selbstverständlich. Aus der Grube heraus ist es jetzt ein bisschen mühsamer. Und zwar geht es da vorne auf diesen Sattel hinauf. Und man sieht schon, auch hier wiederum der Weg ist schon gut markiert. Aber viel begangen ist da tatsächlich nichts. Der ist zum Teil auch wieder mit Gras bewachsen. Das heißt also, den tun sie nur wenige an. Was eigentlich angesichts seiner landschaftlichen Schönheit fast unverständlich ist. Wenn man sowas sieht, diese Steine da herunten, da muss man sich überlegen, dass die dort nicht gewachsen sind, sondern dass die von da oben kommen und dass man solche Stellen dementsprechend flott passiert. Wenn man da unten schaut, diese Steine liegen da zum Teil in ganz einem grünen Gras. Da kann man schon vermuten, dass das hin und wieder einmal da auch immer noch aktiv ist. Und das ist schon verdächtig. Und da sollte man schauen, dass man zügig durchkommt. Also nicht so machen wie zum Beispiel die Naturensöhne, die sich einmal so ein Steinritschen ausgesucht haben zum Bivakieren. Ganz eine schlechte Idee. Schaut, da ist noch wer fleißig. Die machen die Wintervorbereitungen.
Jetzt haben wir eines ums andere Mal. Super einsam. Anscheinend. Da geht es jetzt da hinüber. Und da sieht man in der Ferne auch noch Markierungen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie man das da überwindet. Ob man da wirklich gerade aufgeht. Jetzt suchen wir es auch noch mal steil und vor allem rollt es da ein bisschen. Das heißt, da ist Vorsicht gefragt. Aber da oben schaut jetzt so aus, als ob das der letzte große Anstieg war. Da vorne kommt jetzt die Schoberwildalm in Sicht. Und da hat man jetzt vom Höhenunterschied her wirklich schon ziemlich geschafft. Wir sind da jetzt wieder auf 1700 Meter. Das heißt also sogar ein bisschen höher als im Appelhaus. Und um die Zeit wird da auf der Alm vermutlich nichts mehr los sein. Aber ich habe jetzt ein Glück was mit. Hinter mir, da seht ihr das Gebiet vom Loser. Auch das wäre ein möglicher Übergang vom Appelhaus. Das habe ich mir heute aber gespart. Also, ich bin da sozusagen die goldene Mitte gegangen. Und gut war es. Und für mich geht es jetzt da nochmal ordentlich bergan. Also, ganz stimmt es nicht mit dem Höhenunterschied. Aber weniger als 100 Meter. Hinter mir zurück seht ihr jetzt einmal einen wunderschönen Blick auf diese eindrucksvolle Kulisse vom Totengebirge. Da komme ich her und das kann man einmal richtig genießen, wenn man da oben dann vielleicht auf dem Sattel eine kurze Rast einlegt oder eventuell sich noch ein kleines Gipfelerlebnis mit einer Jause gibt. Das wäre dann entscheidend. So schaut es aus, wenn man da Richtung Süden blickt. Es ist eine leicht schon föhnig angehauchte Bewölkung, also nicht mehr ganz so herrlich schön, wie wir es jetzt am letzten Tag gehabt haben, aber immer noch sichere Verhältnisse. Und da vorne kommt jetzt das Dachschein massiv im Blick und das ist natürlich schon aller Ehren wert. Also da nochmal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Der Dachstein geht schon stark zurück, aber immer noch eine eindrucksvolle Berggestalt.
Aber jede Menge vergiss mir nicht, wollen da im Gedächtnis bleiben. Das werden wir schaffen. Durch den Wegweiser erreicht, der in Richtung der Drieselwand zeigt. Und den nehmen wir heute noch mit. Also, jetzt wo ich schon mal da bin, bergfrei von der Drieselwand. Die Drieselwand verdient den Namen zurecht. Wenn man da schaut, Wand, also richtige Wand mit Obe und so weiter. Und da ein herrlicher Tiefblick in Richtung Ossiasee. Also, da hat sich schon einmal ausgezahlt. Und machen wir auf den Abstieg den endgültigen in Richtung Badassee. Und was wird da erwartet? Das kann man da ganz gut einsehen. Also da unten ist Badassee mit der geschwungenen Straße da zur See nachschauen. Und da unten ist der Sapper, auf den wir aufsteigen und wir dann schon langsam aber sicher Richtung Bahnhof vorarbeiten. Auch wenn die Drieselwand jetzt ganz beeindruckende Tiefblicke bietet und das wirklich eine Murzdrumwand ist, ist der Normalweg, der Wanderweg da herauf, überhaupt keine alpine Herausforderung. Also das ist wirklich jedem Wandersmann zuzutrauen und da ist nichts schwierig. Wer also zu dem Zeitpunkt, wo er da vom Ampelhaus herkommt, noch das Schmalz in den Beinen hat und so ein Gipfelerlebnis haben will, das ist wirklich ein Empfehlung. Da hat man nochmal einen richtig schönen Tiefblick. Und jetzt hinunter in Richtung dem Dressensattel hat man noch einmal eine Möglichkeit, nämlich den Ahornkogel, und dann ist es aber wirklich aus mit dem Bergerlebnis. Dann ist das schon sehr unspektakulär alles. Da muss man ein bisschen schauen, wo man hinsteigt, weil doch noch die Gefahr ist, dass man da auf den Kalkfelsen ein bisschen ausrutscht. Aber ist alles gut gangbar und kein Problem. Also wenn ich mit der Kamera da gehe, dann da geht's alle ihr. Das auch problemlos ohne. An dieser Stelle hier hat mein Abstecher auf die Drieselwand begonnen und jetzt geht es in Richtung Sattel und Altaussee weiter, in 3 Stunden angeschrieben. Wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und noch einmal habe ich mich umgezogen, weil es jetzt doch wieder mit der Sonneneinstrahlung losgegangen ist. Unerwarteterweise ist es wieder schöner geworden und damit erneut den schwarzen Anker eingetauscht gegen mein einziges kurzhemmiges Leiberl, das ich damit habe. Also heute ist echt mühsam, was die Bekleidungswahl betrifft. Der Lanze, die Sonne ist schon ziemlich zu. Der Wind ist wieder fast eingeschlafen. Und da muss man halt leider durch mehrmaliges Umziehen und dann eben auch jetzt mit der Sonnenstrahlung kräftiges Eincremen wieder kompensieren. Da hat man mal einen ganz beeindruckenden Tiefblick auf den Altasseersee. Da gibt die Landschaft auch zum Schluss der Tour nochmal wirklich alles. Und da vorne der Mogel mit dem Gipfelkreuz. Das müsste der Ahornkogel sein. So, dann wunderschöner Blick auf den Loser und auf die Drieselwand. Da oben waren wir. Und die Wand hat den Namen wahnsinnig verdient. Und für uns geht es da weiter.
Zentimeter, seht ihr, dass aus einer Latschengasse nicht immer nur Latschen sein müssen. Aber wenn da fast nur Latschen sind, aber ein paar kleine Fichtel haben sie auch her verirrt und kommen offensichtlich mit diesem trockenen Standort noch zurecht. Der Weg da ist zwar jetzt absolut nicht schwierig, aber trittsicher sollte man trotzdem sein. Es ist schottrig und immer wieder einmal steiler. Da jetzt ein ganz herrlicher Tiefblick auf den Grundlsee. Da hinten aus dem Tal heraus war eine Möglichkeit gewesen, abzusteigen vom Appelhaus. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich mich für diese Variante da entschieden habe. Ja, ihr seht es da, ist der Steig zum Teil versichert. Also zumindest hat er ein Glander nicht so sehr jetzt zum Anhalten, wenn man sonst nicht bergauf kommt, sondern einfach weil es da doch ziemlich runtergeht und damit da nichts passiert, hat man ein stabiles Glander eingeschlagen. Das ist doch keine schlechte Idee. Ich habe mich bei dem Steig nämlich oben schon ziemlich gewundert, dass der schwarz angeschrieben ist. Da habe ich gedacht, aha, naja, okay, sicher ein bisschen der Schotter, ein bisschen steiler. Steine zum Draufsteigen, aber kein Absturzgelände, keine wirkliche alpine Gefahr. Aber ja, da, ohne das Glander, also in Gottes Namen, wäre er halt schwarz. Diese dreifarbige Skala zwischen Blau, was mehr oder weniger fast schon asphaltiert bedeutet. Also das ist jetzt übertrieben, aber fast schon zumindest mit Hinterwagen begehbar. Und Rot bzw. Schwarz, das sind einfach zu wenig Stufen, um das Bergwandern wirklich sinnvoll zu beschreiben. Und damit ist dann zur Not natürlich alles schwarz. Und es gibt aber einen gewaltigen Unterschied, ob ein Bergweg jetzt, ja, sag ich mal, anspruchsvoll, aber für einen erfahrenen Bergwanderer kein Problem ist, oder ob der wirklich so ist, dass der ausgesetzt ist im Absturzgelände und halt dementsprechend rührt. Da gibt es dann eigentlich keine Steigerung mehr. Das ist ein bisschen schade. Da ist also die Wanderskala mit T1 bis T6 wesentlich besser. Und wenn man ganz ehrlich ist, also was schwarz jetzt markiert ist, das ist jetzt mehr oder weniger T4. Auf jeden Fall T5 und T6 halt auch, falls das überhaupt noch markierte Wanderwege sind. Und zum Teil auch noch T3. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie sinnvoll also so eine Skala ist. Man kann sich da auf einen lauter Tiefblick gar nicht entscheiden, welchen man da cooler finden soll. Den Blick auf den Grundlsee oder den Blick auf den Altasseer See. Und immer noch geht es da ziemlich alpin dahin und erfordert einige Konzentration. Natürlich jetzt nicht mehr in einem Gelände, wo man Versicherungen braucht, aber der Weg hat so bergauf sicher in sich. Also der ist schon ordentlich steil und mühsam. Der Vorteil jetzt ist, wir sind zwar ziemlich südexponiert und wir sind im ganz späten Spätsommer, also ja, 22. September. Aber es ist nun ein föhniger und recht warmer Tag und da würde die Sonne schon unbarmherzig auf einen niederbrennen. Zum Glück hat man jetzt an Wald und ein bisschen an Schatten. Ach, hier vorher unten ist der Abstieg immer noch wirklich ein Traum. Ganz toller Blick auf Altaussee mit dem gleichnamigen Altausseer See. Das ist der Zungenbrecher, aber da kann man sich nur nicht beklagen. Das ist ganz toll. Da vorne gibt es jetzt Forststraßen. Da bin ich dann über den weiteren Wegverlauf schon gespannt. Hinter mir ist jetzt ein Riesenschild, Europaschutzgebiet, Rotes Gebirge mit Altasseersee. Ja, wer möchte, kann da mal auf Stopp drücken und das alles lesen, vorlesen werde ich es jetzt, ne? Aber da komme ich her und Sattel Altasssee, da will ich hin.
zum ersten Mal auf der Vorstraße von einer Seehöhe von 1175 Meter, aber nicht verzagen. Der Steinmandel zeigt den weiteren Wegverlauf hinunter zum Tresensattel. Da sind wir schon froh, dass wir eine Vorstraße haschen müssen. Und noch einmal ein toller Tiefblick auf den alten Seersee mit Loser im Hintergrund. Jetzt sind wir doch schon etwas tiefer. Da vorne sieht man die Trisselwand, wo ich hergekommen bin. Inzwischen ist es zu einem richtig lauschigen Waldweg geworden. Und jetzt ist es schon sehr gut zu hören, dass wir uns da den Tresensattel nähern. Da vorne kann man mit dem Auto hinfahren und natürlich auch mit dem Traktor. Obwohl das, was man da hört, ist ein Hubschrauber. Hier ist die sogenannte Gammstelle angeschrieben. Klettereinstieg Trisselwand, na, da will ich nicht hin. Zum Alter Seersee und zum Loser will ich auch nicht. Dann da gehen wir jetzt da geradeaus hinunter. Und da bei dieser unauffälligen Abzweigung, wo man da oben auf dem Baumstumpf was sieht, da will ich hin. Und zwar steht da auf dem Baumstumpf Bad aus See, Grundlsee schon etwas verblasst. Und das nehmen wir jetzt hier. Wir haben den Tresensattel erreicht und von da weg werde ich mir jetzt in Richtung Bad aus See durchschlagen. Ich hoffe, dass das da vorne nicht der einzige Wegweiser gewesen ist, der das anzeigt, sondern dass ich auch da noch runterkomme. Ich lasse jetzt Tressen hinter mir. Da ist alles gut angeschrieben, das heißt, wenn man nach Bad aus See will, dann findet man auch jede Menge Schilder, die sagen ganz eindeutig Bad aus See. Und von jetzt weg ist es eine Stunde. Ja, sind gut zu Fuß. Ich hoffe, dass da wirklich der Bahnhof in einer Stunde zu erreichen ist. Da hätte ich nämlich sogar einen günstigen Zug. Dann schauen wir mal, wie das wird. Also Karten kaufen wir jetzt definitiv noch keine. Und selbst am Weg nach Bad aus See erwartet uns nochmal eine versicherte Stelle. Die, da wir jetzt allerdings in Anbetracht der Tour, die ich schon hinter mir habe, mit einem müden Lächeln ab. Klar, da kann man bald auch abkugeln und es ist nicht nett. Aber gemessen an dem, was wir schon hinter uns haben, ist das da jetzt wirklich gar nichts. Inzwischen ist der Weg zu einer Fahrstraße geworden und ich näher mich unerfahrt an Bauersee. Und bevor der da recht auf Wirbel ist, ein kurzes Fazit. Ja, eine großartige Unternehmung für ein Wochenende, wenn man denn am Freitag schon früh genug losstarten kann. Trittsichere, schwindelfreie Wanderer zumindest oder auch größere Alpinisten, wie ich einer bin, sollten sich diese Tour schon vornehmen, sonst wird es fad. Man sollte wirklich konditionsstark sein. Die Zeitangaben da herinnen sind auch ernst gemeint, also das ist dann mit allem Gepäck und bei diesen Arschhoten schon durchaus einigermaßen realistisch, dass man immer mehr sehr viel schneller. Ja, und so gesehen, es ist wunderschön gewesen. Man kann sich nicht beklagen. Es ist ein tolles Erlebnis. Das Biwak, der Sternenhimmel, die Stille, ich möchte es nicht missen. Es ist auch anstrengend. Also körperlich muss man wirklich gut in Schuss sein. Sonst bitte diese Tour lieber anders aufteilen und sich mehr Zeit nehmen dafür. Aber ich kann das nur wärmstens empfehlen. Und so tot ist das tote Gebirge ja gar nicht. Also einen alten Baumriesen, ein Bergahorn, Asbach uralt. Es ist ein Murzdrum. Und wir haben jetzt noch circa eine halbe Stunde, bis wir im Bad aus See sind. Ich habe jetzt darauf verzichtet, diese ganzen Vorstraßenwegweiser wirklich festzuhalten. Es ist wirklich gut markiert. Und wenn man mal Zweifel hat, einfach nur ganz kurz an Wegweiser weiterschauen. Also Bad aus See ist immer angeschrieben. Ah, da vorne wieder der grüne Wegweiser. Bad aus See. Wer dann im Bad aus See zum Bahnhof will, der ist über die Bahnhofstraße und die Bahnhofpromenade am schnellsten. Die kennt Google Maps nämlich noch nicht. Also als Fußgänger kann man die Bahnhofpromenade entlang spazieren und dann über eine Brücke zum Bahnhof queren. Und Google wird einem da fein halt über die Straßen führen. Aber man
Fußgängerstrecke eigentlich wohlgemerkt. Deswegen vertraut nicht Google, auch wenn das ein YouTube-Video sein wird. Über diese kleine Fußgängerbrücke hinter mir drüber und dann hat man es geschafft und steht praktisch direkt beim Bahnhof. So, dann ganz kurz vom Bahnhof Badersee, günstigen Zug erwischt, umsteigen bis in Meidling, alles super. Und den letzten Blick können wir auch noch riskieren auf die Bergwelt und Badersee. Warum geht man in die Berge und dort überqueren? Ja, deswegen, ne?